Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Na, erinnert ihr euch noch, was wir letztes Mal gemacht haben? Genau, ich war auf der Suche nach einem Ponita, möglichst weiblich. Vielleicht habe ich heute nochmal mein Glück. Also ich bin jetzt halt nicht mehr wählerisch. Ich nehme alle, aber ich hätte schon gern noch ein Weibchen, weißt du? Das machen wir eben noch weiter. Dann hat die gute Kure noch, oder insgesamt habt ihr einige Kommentare rausgeballert. Deswegen erstmal danke an alle, die fleißig wieder kommentiert haben. Ich habe mich gerade wieder rückwärts durchgearbeitet. Und wir müssen aber kurz ein bisschen backtracken. Ich habe da wohl irgendwie so eine Angel übersehen. Und es lohnt sich wohl auch noch ein zweites Mal mit dem Untergrundmann zu sprechen. Deswegen sollten wir da dann auch nochmal hingehen. So. Dönerschock bitte. Skankapu, das hatte ich noch gar nicht. Das hätte ich mal fangen sollen. Na, ich bin noch nicht wieder ganz bei mir, ne? Ihr merkt das schon. Noch ein bisschen zerstreut, der Fuchs so. So, bin gerade straight von Mass Effect jetzt hier nach Pokémon gewandert. Hatte gerade Mass Effect aufgenommen. Wollte eigentlich in die Badewanne gehen, mir schön die Mediatheke reinziehen. Grüße gehen raus an den Holger. Aber die Folge ist noch nicht draußen, deswegen dachte ich mir dann, ja, um die Zeit zu überbrücken, kannst du noch ein bisschen Pokémon da dann, wa? Bock hatte ich. Und insofern, ne? Bedroher von Kero wirkt. So, ja, bisschen doof jetzt. Ich beiß jetzt trotzdem mal rein, weil wie gesagt, ein Wechsel des Pokémons bringt nicht so wirklich was, weißt du? Dann lieber das hier abwarten. Wir hatten jetzt Hoffnung, hat der Härtner gesetzt. Insofern alles cool. Machen wir noch ein bisschen rein. Ne? Eben nochmal einen kleinen Schnapper da. La 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 la. La 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 la. Sehr gut. Ich will jetzt einmal kurz in die Höhle reingucken, was das ist. Ob das irgendwie, ob es da weitergeht. Bizarre Höhle. Aska, hier ist mir noch ein bisschen zu dunkel, dann verpieseln wir. Also das Spiel sagt dir eigentlich immer schon Bescheid, wenn du irgendwo noch nicht hin sollst. Ich denke mal so, die bizarre Höhle wirkt für mich ein bisschen zu dunkel. Gut, bedeutet für uns, wir werden jetzt erstmal weiter versuchen, hier noch eben Ponita zu fangen. Ich brauche eins, das hilft jetzt nichts. Komm schon, bitte. Was ist das denn? Ein Bronzel, okay. Sieht aus wie ein Stahl-Pokémon. Da wäre jetzt Eis effektiv. Und Gestein und Fee. Gute Kurin, auch süß, Grüße gehen raus an Kurin. Ja, war ein bisschen schnuckelig. Kurin ist aufgefallen, dass ich ja wohl plötzlich nicht einfach so die... Holy shit. Was war das, ein Unlicht? Ich bin verwirrt. Dann ist das kein Stahl-Pokémon. Kurin ist aufgefallen, dass ich so krass die Typenverhältnisse, also angreifende Pokémon, verteidigende Pokémon, dass ich so drauf habe, ne? Bin ja auch Pokémon-Meistertrainer, klar kann ich alle Typen... Verbindungen auswendig, also was gegen was. Natürlich nicht, ja. Der geneigte Blaufuchs-Zuschauer weiß von meinen anderen Pokémon-Let's Plays, dass ich bei jedem meiner Let's Plays immer die Giga-Typenliste neben mir aufhabe. Immer. Früher hatte ich sie ausgedruckt, inzwischen digital. Ich sage euch, wie es ist, nach der silbernen Edition war es vorbei. So bist du Silber, kann ich den Kram noch auswendig und dann wurde es immer bekloppter. Dann kam hier noch Unlicht, Stahl und Vieh und was weiß ich, was nicht alles dazu. Das ist mir zu viel. Das kriege ich in mein Gehirn nicht mehr reingerannt. Deswegen habe ich mir schon mal eine Liste, die hilft mir, ne? Die Basics hat man natürlich drauf, ne? Aber wenn es dann so ins Detail geht, da, ne. Ich werde das auch nicht mehr auswendig lernen, sage ich euch, wie es ist. Ich brauche da meine Liste und ich habe auch kein Problem damit, meine Giga-Liste hier neben mir auch zu haben. Grüße gehen raus an Giga. Ich lese von denen sonst gar nichts, aber diese Liste, die hat mir schon viel, viel geholfen. Ah, ich habe das schon mal im einen Let's Play sogar irgendwie lustig darüber philosophiert, dass ich mir das Ding irgendwo hin tätowieren will. Und meinte dann, aber doch dann blöd, wenn die mal Änderungen dann daran vornehmen oder einen neuen Typ hinzufügen. Dann wird's wieder doof, ne? So, wir werden jetzt dieses Bronzel mal eben fangen. Bronzel wurde gefangen. Sehr schön. Erfahrungspunkte gehen rein. Und wir schauen mal, was abgeht. Bronze, Typ Stahl, Psycho. Ah, okay, bei Psycho war Unlicht dann das Ding, ne? Alles klar. Größe 0,5 Meter, 60,5 Kilo. In alten Gräbern wurden Gegenstände gefunden, die Bronze zum Verwechseln ähnlich sehen. Doch es ist unklar, ob ein Zusammenhang besteht. Aha. Ja, kannst mal so eine Box schicken, ne? Brauche ich jetzt so akut gerade nicht. Weiter geht's.
Komm schon, wo sind denn meine Punitas? Letztes Mal waren hier ganz viele. Hatte ich einfach nur Luck oder was? Okay, du bist kein Punita, du bist ein Zirpreise. Okay, Leute. Haben wir noch nicht gefangen? Ich versuche mal mein Glück. Ich hoffe, so ein Biss wird es schon nicht umbringen, oder? Elektro sehe ich da eher als Gefahr. Klaps. Au, und nicht in mein wunderschönes Gesicht. Einmal Pokéball reinschmeißen. Ne? Schön Pokéball ins Gesicht. Wir müssen übrigens mein Geschenk noch einlösen. Ich habe das Ding ja gekauft bei Amazon. Da gab es irgendwie 100 Pokébälle oder sowas noch dazu. Die sollten wir vielleicht doch mal einsammeln, weißt du? Zack. Sehr schön. Na, 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 na. Geil, Bidi-Fass erreicht Level 23. Sehr schön. Und versucht, Gena zu erlernen. Das klingt ja ein bisschen nach mir. Was haben wir denn da? Was macht denn Gena? Anwender gehend und das Ziel schläft in der nächsten Runde ein. Kopfnuss. Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. 70, 40. Oder machen wir den Tackle mal weg. Und ersetzen den Tackle durch Gena. Das kann beim Fangen von Pokémon zum Beispiel hilfreich sein, ne? So, dann lesen wir uns doch mal den Pokédex-Eintrag durch. Zirper Pokémon, Typ Käfer, 1 Meter groß, 25,5 Kilogramm schwer. Wenn es seinen Ruf ausstößt, verschränkt es die messerartigen Arme vor der Brust. Es komponiert Melodien aus dem Stehgreif. Bitte in eine Box, dankeschön. Gut, immer noch kein Punita für mich. Komm schon, Punita, zeig dich. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann. Ein Skunkapoo. Warum habe ich mir letztes Mal nicht wenigstens ein Männchen gefangen, weißt du? Was stimmt nicht mit mir? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Alter. Okay. Ich tackle das mal ein bisschen, weil ich will es gerne fangen, weißt du? Haben wir das schon gefangen? Warte mal, ich habe es gar nicht geguckt. Doch, da ist ein Ball dran. Haben wir schon. Bin doch dumm. Offenlegung. Au. Was ist das? La 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 la. Ja, Level up von Bamelin. Läuft, läuft. Gut, ich trainiere natürlich jetzt automatisch durch das Team ein bisschen. Ist, ja, passiert jetzt halt leider. Aber ich kann hier nicht wieder wirklich weggehen ohne ein Punita. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, oder? Habt ihr? Komm schon, gib mir ein Punita. Oh Mann. Vielleicht ist es auch nicht die Uhrzeit gerade. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte das letzte Mal, hätte ich es einfach machen sollen. Jetzt einfach machen sollen. Wir versuchen jetzt unser Glück trotzdem noch. Was macht er jetzt? Okay, gönn dir. Wir versuchen unser Glück trotzdem noch ein bisschen weiter. Na 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 na. Okay. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir ein Punita, gib es mir sofort. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Und wenn du jetzt noch ein Weibchen bist, dann feiere ich richtig, Alter. Egal. Wir wollen jetzt hier nicht, ne? Okay, ich tackle jetzt mal vorsichtig. Oh, okay. Glut. Au. Na na na. Die Verbrennung, Schaden, Kero. So, bitte einen Pokéball einsetzen. Okay. Beinahe hätte es geklappt. Da da da. Okay, let's do it again.
Ich schmeiß erstmal noch ein paar Pokébälle rein. Noch alles im Griff. Yes! Ponita wurde gefangen. Für Ponita wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. So, Feuerpferd-Pokémon. Feuer, 1 Meter groß, 30 Kilogramm schwer. Bereits eine Stunde nach der Geburt wachsen seine lodernde Miene und sein feuriger Schweif, was ihm eine prächtige Erscheinung verleiht. Ich hätte das gerne in meinem Team. So, und wir legen ab. Bidifass. Ich weiß, aber es muss sein. Da. Dann können wir nun endlich los. Jetzt kommt noch eins. Nein, ein nerviges Kleinstein. Bam, 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 bam. So, ich hätte da gerne einen kleinen entspannten. Oh, wir sind immer noch verbrannt. Oha, Biss, einmal Biss. Wieso ist das jetzt schon stabil? Das andere habe ich mir zweimal totgebissen. Was ist da geschehen? Ist das ein viel höheres Level oder was genau passiert hier gerade? Ich bin nicht erfreut. Ich bin nicht erfreut. Wechseln wir mal zu Tux. Das müssen wir jetzt hier ein bisschen, das hilft nichts, ne? Da. Sandsturm, sehr schön. Da freue ich mich doch. Tja, Blubberstrahl und gib ihm, würde ich sagen. Einen kleinen Blubberstrahl ins Gesicht, dann ist da Ruhe. So, okay, warte, ich wechsle mal eben das Pokémon an erster Stelle. Kero, Pokémon bewegen. Ich tausche dich jetzt mal aus durch Tux erstmal. Also Ponita ist natürlich jetzt im Vergleich schon ein bisschen schwach, ne? Das muss man natürlich sagen. So, zack. Didi. Wir machen kurzes Backtracking. Ganz kurz, aber nur. Das ist doch echt so eine Fahrradroute, da darfst du nur mit dem Fahrrad lang, ne? Sonst geht das nicht. Moin. Wie ging das jetzt mit dem Schnellmenü? Ich habe keine Ahnung mehr. Es gab doch so ein Schnellmenü, mit dem man... Ups. Ich kann den Gang wechseln, alles klar. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte das Schnellmenü öffnen. Keine Ahnung, Leute. Beutel, checken wir das nochmal raus. Hier. Nach oben. Aber wie mache ich das? Absteigen. Hä? Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich weiß es nicht. Nee, so geht das Ding auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Ah. Okay, ich habe keinen Plan. Wenn ich Plus drücke, passiert es nicht nach oben. Aber ist egal, ich habe es rausgefunden. Ist okay. Bitte verurteilt mich nicht. Danke. So, wird schon. Jetzt gehen wir erst nochmal ins Pokémon Center. Alter, ich bin echt der Mega-Pro, ey. Läuft bei mir so richtig gut. So, einmal durchheilen. Da. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Ja, das lobe ich mir doch, oder was?
Bitte wäre uns bald wieder. Danke dir. Jetzt geht's dem Team erstmal wieder gut. Dann müssen wir zum Untergrundmann. Der hat nämlich noch eine neue Quest für uns. Ah, scheint, als hättest du das Radar geschickt eingesetzt. Du hast dir wieder eine Belohnung verdient. Du hast einen Einwegbohrer. Du verstaust den Einwegbohrer in der Schatztasche. Grabe in den Wänden der Untergrundhöhle, um verborgene Dinge zu entdecken. Die Schätze, die du dort findest, werden automatisch in deinem Beutel verstaut. Findest du Edelsteine, sogenannte Sphären, kannst du diese direkt in den Untergrundhöhlen gegen etwas anderes eintauschen. Welche Aufgabe soll ich dir als nächstes geben? Weiß ich nicht. Hoffentlich bist du durch meine Aufgabe nicht schon komplett aus der Puste. Ich hätte da nämlich noch einiges für dich in petto. Als nächstes zeige ich dir, wie du deine eigene Geheimbasis errichtest. Du brauchst dazu nur den Einwegbohrer, den ich dir vorhin gegeben habe. Damit kannst du deine eigene Geheimbasis in der Untergrundhöhle errichten. Und zwar wo immer du magst. Suche einen Ort, der dir gefällt und errichte dort deine eigene Geheimbasis. Das ist deine nächste Aufgabe. Ah, wir haben eine neue Quest, Leute. Na dann los. Bohren wir uns mal hinab. Erkundungsset. Wenn ich jetzt sage registrieren, was passiert dann? Drücke Plus, um es einzusetzen. Aha. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Man muss Plus gedrückt halten und dann kann man... Ah. Online-Verbindung, ja sicher. Du kannst mit Spielern aus aller Welt via Internet interagieren. Möchtest du die Untergrundhöhlen betreten? Du zahlst 19 Euro im Jahr dafür, aber sowas für. Eintreten. Eine Internetverbindung wird hergestellt und das Spiel wird gespeichert. Aber hallo. Leute, jetzt gehen wir mal schön ins Internet, ja? Und ab geht die wilde Fahrt. Ich weiß, jetzt sind wir schon wieder im Untergrund. Es tut mir leid, aber du, wir wollen ja auch unsere Geheimbasis eben basteln, ne? Los geht's. Wenn wir jetzt schon mal da sind, nutzen wir den Moment, ne? Vielleicht finden wir noch irgendwelche coolen Pokémon. Ist hier erstmal weniger. Was wir aber machen können, warte mal. Wir können Ponita mal auf Platz 1 bringen, weil die hängt ja ein bisschen zurück. Und die Dinger hier, die können wir mal richtig schön... Was war das jetzt? Richtig schön mit Feuer angreifen. Da kommen ein paar Erfahrungspunkte rein, weil die sind ja auch so hoch gelevelt, weißt du? Da sollte was gehen. Holy shit, Level 28. Nitro-Ladung, los geht's. Holy fuck. Okay, übel. Nein, das Ding macht uns fertig. Hier können wir jetzt noch mit purer Gewalt arbeiten. Ich hole mal hier so ein... Oh, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Na gut, geht. So dumm war es doch nicht, oder? Nee, geht. 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 Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt, muss ich gestehen. Ich dachte, ich knospi das Ding einfach mal eben so weg, aber nope. Was sind die denn? Level 28? Was geht denn ab, Mann? Alter, was ist denn hier los? Steinhagel bitte. Irgendwas, was fetzt. Ja, so lobe ich mir das. So. Sorgensamen. Oh, oh. Keine Ahnung, Bruder. Nochmal Steinhagel bitte. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Das war krass. Okay.
Onix hat jetzt ein Level abbekommen. Ich dachte, Ponita vielleicht irgendwie, ne? Puh, das war unerwartet übel. Gut. Wir gehen mal hier weiter. Wie kann ich diesen Bohrer jetzt benutzen? Gehe ich dann einfach an irgendeine Wand ran und sag hier bohren oder was? Ich mache jetzt mal hier mal... Ne, warte, da oben in diesem Kreisel, da, das sieht gut aus. Da möchte ich hin. Da will ich meine Basis bauen. Nee. Warte. Hier möchte ich mit dem Bohrer jetzt bitte eine Geheimbasis errichten, ja. So, meine Lieben, der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.